Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo Jürgen. Hallo Martin. Heute Teil 2 von 3 bis 5, wissen wir noch nicht, aus deinem, ich sag, deinem Garten, deinem, was annähernd so großes hast du noch nie gebaut, oder? Nein, das muss man auch ganz, man muss auch sagen, das ist wahrscheinlich ein Projekt, das kriege ich so nicht nochmal in meinem Leben. Was also, war der nächst größere Garten? Waren in Zwenkau habe ich 3000 Quadratmeter gemacht. Und genauso Japan-Garten, durchgestylt? Auch durchgestylt, bis ins letzte Estefach. Ja, war auch schon größer. Dann habe ich eine ganz liebe Kundin in Münster und Verl. Aber da sind es um das Haus rum bestimmt auch 4.500 Quadratmeter. Aber das ist da von vornherein ohne Wasser doch ein kleiner Naturteich ist da, den haben wir auch gemacht, aber ansonsten ist es eigentlich nur Pflanzen, 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 Wege. So. Pflanzen, 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 Pflanzen. Wie hoch ist die Chance, dass hier 10-20% der Pflanzen ausfällt? Weil ich sage jetzt ganz ehrlich, das ist ja eigentlich schon fast ein normaler Schnitt, wenn jetzt ein Landschaftsgärtner, wenn ich bei uns durchs Neubaugebiet fahre. Ja. Jahr 1 Pflanzung, Jahr 2 Ersatz. Also. Kann man das alles retten? Oder hat man einfach die 1-2%, die dann auch kaputt gehen? 1-2% wäre hier in Anbetracht des Wertes der Pflanzen, die hier drin stehen, fast schon zu viel. Okay. Also das, da wäre ich schon, sind wir eben dran vorbeigegangen, einen Kornus, den wir austauschen müssen, einen Kornus. Und wir haben, ich glaube, 3, 4, 5 Azaleen getauscht, weil wir hatten die Situation, dass es Ende November, Anfang Dezember hatten wir 17, 18 Grad, sind hier im T-Shirt rumgelaufen. Und dann kam innerhalb von 2 Nächten, ist es hier runtergegangen bis auf minus 15. Und da hatten also viele Pflanzen schon fast ausgetrieben. Und ein paar hat es dann wirklich zerrissen. Ja, das meine ich so. Die müssen sich an den neuen Standard, an die Erde, an die neuen Bedingungen gewöhnen. Aber die Rhododendron da hinten sind schon geil. Die Farbkombination ist auch der Hammer, oder? Die da. Also, wie viele Baumschulen braucht man, um all diese unterschiedlichen Pflanzen, unterschiedlich große Pflanzen, gut spezialisierte Frage, Pflanzen Frage, zusammenzutreiben? Ich sage 5. Aus Frankreich die wunderbaren Kiefern. Aus Italien 1, Italien 1, die Mädchenkiefer aus Japan plus die ganz kissenförmig geschnittenen Azaleen. Deutschland 2 Großbäume, alle von Bruns, alle gesund, kein einziger Ausfall, super Qualität. Und dann nochmal Italien 2 mit den ganzen, sag ich mal, mit vielen Fächer-Ahornen und den eher normal geformten Azaleen. Ja. Jetzt sind wir bei 5 Baumschulen. Ja, 5 Baumschulen. Und von Ehren hast du denn schon erwähnt? Wie bitte? Von Ehren? Von dem habe ich nichts, nein. Hast du nicht gesagt, die großen? Nee. Deine Frage war, große Kiefern in der Größe, kriegt man 200 Stück in Deutschland? Dann habe ich gesagt, ja, wenn man bei mehreren Baumschulen hingeht, funktioniert das. Seit wie lange blühen die hier, die Rhododendren? 3 Wochen? Kurz, ne? Also, erstens haben sie jetzt sehr, sehr spät angefangen in diesem Jahr zu blühen, weil es immer noch so kalt war. Und wenn es jetzt so warm ist, wie es jetzt ist, dann 2-2,5 Wochen Maximum. Wahnsinn. Ich finde auch die große Rasenfläche sehr schön, weil es eine gewisse Ruhe dann auch wieder reinbringt. Ja, deswegen, also ohne das Thema Parkcharakter, schaffst du das? Das wäre auch nicht gelungen. Nee, also du brauchst diese Großzügigkeit hier, um auch mal von einem spannenden Platz zum anderen zu gehen. Und zwischendurch muss sich das alles auch ein bisschen beruhigen. Ne? Wir durften an der Straße, man sieht da noch eine der sowieso noch kränkelnden Eschen dort oben, die große, die da. Und hier standen dann noch 10. Die, wo schon stand. Die stand schon vorher, das draußen. Aha. Und wir durften hier mit Zustimmung der Gemeinde dann außen, also krumm und schiefe und kranke Bäume wegnehmen und haben deswegen aber auch uns verpflichtet gefühlt, bei diesem Gehölzsaum zum Beispiel mit dem
Liriodendron, dem Tulpenbaum, der da in der Ecke steht, auch gleich Pflanzen zu pflanzen, die wieder eine gewisse Wucht im Straßenbild zurückgeben. Geil. Und der eine Rasenroboter schafft die ganze Fläche? Der Mähroboter. Das ist ein richtig großer und der macht das, ja. Ist das Profimaterial? Ja. Habe ich noch nie gesehen. Wir haben seit gestern hier die Bewässerung umgestellt. Da sind wir haarscharf an der Katastrophe vorbeigeschlittert. Weil wir hatten es hier noch eingestellt auf alle 3 Tage. Hat auch eine ganze Zeit lang gereicht. Und dann ist es jetzt richtig trocken und warm geworden. Und ich versichere, innerhalb von kürzester Zeit ist es jetzt dann wieder grün. Wie viel Liter Wasser braucht der Garten? Wie viel Liter Wasser braucht der Garten am Tag? 5 Kubik? 6 Kubik? 14. 14? Alter. Wir haben einen Brunnen. Wir haben einen Brunnen. Die Everglades irgendwann. Und der Brunnen befüllt über Nacht, bevor die Bewässerung startet, befüllt der Brunnen über Nacht 2 große Zisternen. Eine 10 Kubikmeter, eine 14 Kubikmeter Zisterne. Gut, die sind da nicht knallvoll, weil wir müssen ja auch ein bisschen Reserve für Regen lassen, falls es dann doch mal regnet. Ja. Den Eingang finde ich auch sehr gelungen, muss ich sagen. Mammutbäume, die 3 hier. Die werden richtig groß. Die habt ihr gepflanzt jetzt? Die haben wir gepflanzt, ja. Aber also die werden richtig groß. Da schon einen Kubik am Tag. Wir werden 15, 20 Meter hoch, locker. Ich habe einen Kunde, der hat 30 Meter im Garten stehen. Ja. Sogar relativ nah bei mir. Dürfen die aber hier auch werden. Ja. Also wir werden die unten immer wieder noch ein bisschen aufasten, damit wir unten diese wunderschönen Ilex-Kugeln nicht zusätzlich beschatten. Das sind die Metasequoia, gell? Das ist Sequoia Dendron Giganteum. Okay. Metasequoia sind die Nadelabwerfenden. Ah, stimmt. Weißt du, wo 3 Riesenteile stehen? Ha? Im Wüstenrot. Das ist bei uns in der Nähe, wo die Bausparkasse gegründet wurde. Und die ist dort aber nicht mehr. Und dort als Denkmal für die Bausparkasse hat man 3 gepflanzt oder 5. Und die sind, wie heißt denn diese Firma Wild an der A5? Ja. Da steht auch eine ganze Gruppe von Riesenteilen. Und die sind direkt neben Capri-Sonne. Ja, stimmt. Oder Capri-Sonne ist sogar Wild, weiß ich gar nicht. Das ist auch schön. Mehrstämmiger Ginkgo, wo du drauf zuläufst. Das ist hier alles Giganteum. Ja, ne? Wir wollten... Hallo. Wir wollten diese Garage nicht so nackt und so buff da stehen lassen. Und ich glaube, die Idee mit dieser Welle, ist gut, die wir da gemacht haben, die nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Wucht. Und dann die Schiefermauer da unten drunter. Auch wenn man hier reinguckt, einfach das. Geil. Ja, das ist auch einer meiner Lieblingsblicke, ist, wenn ich zum Tor reinkomme und schaue nach rechts. Ja. Wahnsinn. Gehen wir jetzt zu den Hühnern. Jürgen, gehen wir jetzt zu den Hühnern. Ja, gehen wir mal zu den Hühnern, genau. Und zu den Wachteln. Weil das ist auch, also der Weg dorthin ist sehr schön, wenn man jetzt hier gleich am Naturpool ist. Wunderschöne Tsukubai. Wo hast du den Stein her? Aus Japan? Aus Japan, ja. Sind die natürlich so oder werden die schon gehauen? Nein, der ist so natürlich, ja. Hier fehlt nur der Kies unten drin, liegt schon da unten. Also das sind so die letzten, allerletzten. Die allerletzten Arbeiten. Und dann stellen wir das Pümpchen an und dann ist gut. Geile Wasserfarbe, oder? Gern geschützt. Hier ist alles geil. Das sieht gerade so unwirklich aus, so unnatürlich. Traumschön. Das ist einfach, das sieht aus wie mit Photoshop bearbeitet. Guck mal, diese Wasserfarbe, wo das Wasser unten ankommt, schattig und dann dieses Weiß von den, das sind so kleine Details, wo ich immer denke, wow. Das sind die entscheidenden Details. Das
ist natürlich schade, dass sie... Was ist da oben? Im Bauerngarten. Obstgarten? Ja. Nein. Bauerngarten, Obstgarten. Birnen, Äpfel, Mirabellen. Ja. Eine Zwetschge und eine Naschenbirne auf. Boah, guck mal hier rein, Tim. Tim Chang, Koko Kara, Kireda, ne? Tim, wenn ich was vorschlagen darf, geh auf dieser Mauer so ein Stück entlang. Geh ruhig hier hin. Hier. Bam. Das ist so ein Blick, wo ich immer denke, wow. Ich denke hier überall, wow. Aber vielleicht mache ich was falsch. Gib mir eine Bedienungsanleitung, wie ich den Garten anschauen soll. Dass irgendwas nicht wow ist. Da, wo wir jetzt bei anderen oder kleineren Gärtnern schon sagen würden, na, guck mal. Auch von hier, wie zum Beispiel. Koko Kara, Kiretane. Genau. Das ist auch schön hier, ja. Das ist auch schön, ja, ja. Der ist auch gut. Ja, ja. Das ist, glaube ich, von Nils, meinem Mitarbeiter, ist das so mit der Lieblingsblick, weil er. Hier hat man die Fülle. Die Ahorne links. Ist natürlich. Was ich ganz, 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 ganz geil finde. Dass bis auf den roten Ahorn da vorne einer, aber hier sind nur grüne Ahorne. Grüntöne. Grün, grün. Grüntöne. Die verschiedenen. Also ein bisschen abgestufte Grüntöne. Ja, da haben wir es ein bisschen krachen lassen. Da vorne. Von den Farben her, ne? Ja. So geil. Gehen wir jetzt zu den Hühnern. Und Robbenfütterung ist gleich. Auch nochmal so ein kleiner Exkurs. Bin einfach so unendlich glücklich mit diesen Steinen. Also gerade so eine Steinsetzung mit einem Material, was du hier in Deutschland aussuchen darfst. Noch habe ich Zugriff. Wie viele Steine haben die da? Also ich habe jetzt vorselektiert, glaube ich, 600. Die dir schon gehören? Die mir schon gehören, die jetzt nicht mehr verkauft werden können. Also so circa 3000 Tonnen. Ja, sechs. Gehen wir jetzt ja, ich würde sagen, 400 Tonnen, ja, so, weil sind ja nicht jede. Wie gesagt. Nachher werfen wir Münzen und dann der, wo verliert, musst du den Mastinos rein. Nein, ja, ja. Also für jeden, der hier meint zu wissen, wo dieses Grundstück ist und sich hier reintrauen sollte. Ich würde es ihm nicht raten. Die Nummer geht nicht gut aus. Ich würde es ihm nicht raten. Ganz schlechte Idee. Das ist keine gute Idee. Also. Stauden, Rosen, Lavendel hier außen als Begleiter. Alles natürlich. Weißt du, jetzt wie ich mich gerade fühle? Ha? Wie bei Bauer sucht Frau. Die stehen auch immer an so einem Holztor dran, an so einem Holzzaun. Koi-Bauer sucht Frau. Staketenzaun aus, da würde ich jetzt nicht runtergreifen, wenn du nicht gestochen werden möchtest. Was ist das für ein Zaun? Das ist Kastanienholz. Gibt es hier eigentlich auch noch irgendwas Normales vom Obi? Einfach... Nein. Du, Lerche oder eine Lerche wäre noch zu hoch. Fichte. Google und such nach Staketenzaun, Kastanien. Da kriegst du in Deutschland 30 Anbieter. So. Aber wir haben dann halt auch, Google, weil wir wussten. Googeln Sie lieber nicht. Da laufen wir da wahrscheinlich 8000 Euro oder so, weil. Nein, wir wussten ja, dass wir hier Hunde haben, die ein paar Kilo mehr wiegen wie die normalen Rassen. Also, die können da dagegen springen. Ja, genau. Deswegen haben wir hier diese Lattung von hinten. Normalerweise hast du da Draht, dann ist das sehr viel fragiler. Ah, und ihr habt es mal verstärkt? Wir haben das verstärkt. Also 10.000 Euro der Lauf. Das finde ich zum Beispiel immer geil, dass man sich nicht bücken muss beim... Das sind Gurken, gell? Nee, Kartoffeln. Ja, das sind Kartoffeln, gell? Genau, das sind Kartoffeln. Wie viele Kartoffeln kriegt man hier raus? Naja, zumindest mal, sag ich mal, ich denke mal, was schätze mal, 3-4 Kilo pro Pflanze. Echt? Ja, vielleicht 2,5. Sagt ja, weniger. Ich hab schon Kartoffeln ausgemacht. Bin vom Bauernhof. Das Geilste war der Blick vom Bauherrn, wo du 3-4 Kilo... Ja.
Aber ich habe letztens auf D-Max. Wäre schön, das mal zu messen und dann nochmal eine kleine Wette laufen zu lassen. Also ich habe letztens auf D-Max, danach habe ich gedacht, bist du eigentlich völlig bekloppt, Kamera, bin ich irgendwie hängen geblieben, wie so ein Kartoffelvollernder übers Ding fährt. Und es ging nur, das spannende Moment war, erwischt er einen Stein, ab dieser Größe kommt dieser Vollernder nicht mehr mit klar. Und der Bauer fährt mit 3 Stundenkilometern, 2 bis 3, und guckt den ganzen Tag nur, ob so ein großer Stein kommt. Und ja, ich habe da 10 Minuten mitgeguckt. Ja. Petersilie. Die, das mit diesem... Petersilie, Rosmarin. Ja, ja. Fass mal mit den Händen über die Außenwand. Dann weißt du, warum wir das machen. Hä? Hier kommt keine Schnecke hoch. Ist viel zu rau für Schnecken. Deswegen, Hochbeete sind schneckenfrei. Das ist jetzt auch wieder neu, habe ich noch nie gehört. Also diese Hochbeete sind schneckenfrei. Diese Hochbeete sind schneckenfrei. Ist das echt so? Ist so. Das nächste Mal bringe ich welche mit und dann setze ich die da rein. Ja. Dann kriegst du richtig Beef. Das ist aber schon einigen Bauherren passiert, dass sie mit den Pflanzen, den Kohlpflänzchen und, die übersehen haben. Und ich sag's heute schon zum dritten Mal, wenn ich den Bauherrn um irgendwas beneide, dann um den Hühnerstall. Und wenn ich hätte auch in meinem Leben um irgendwas beneidet, dann um alles. Ja. Du hast ja selber so einen Garten daheim, so ein Miniaturformat, aber halt genauso schön. Ja, aber das ist so, weil ich auf Bauernhof auch groß geworden bin teilweise. Das hat ein Ei gelegt, gell? Nee, oder ist die sonnt sich. Echt? Die genießt es. Dürfen wir da auch rein? Ja, dürfen wir. Darf ich das Ei rausholen? Ja, ich habe eins schon gesehen. Vielleicht im Erd hat doch nur ein Ei gelegt. Ta-da-ta-ta. Ihr seht, das sind echte Hühner. Wusstest du, dass man Hühnerei so nicht zerdrücken kann? Kann man nicht. Echt? Ich probiere es trotzdem nicht aus. Aber wenn sie dann schon eine kleine Rissstelle haben, dann explodieren sie. Aber ein ganzes Ei können sie zu Hause probieren. Bei den kleinen weiß ich es nicht. Ein normal großes Hühnerei so in die Hand, kannst du drücken wie ein Stier. Was ich so... Ich habe vorhin gesagt, Perfektion ist wirklich alles. Da ist das Hühnerfutter drin. Wie viele Eier legen die am Tag? Fritz, unser Schreiner, hat sich absolut übertroffen hier mit diesem Teil. 5. Tim, film jetzt bitte die Kanarienvögel. Ich glaube, die machen einen Lärm, weil sie auf YouTube wollen. Hm? Wellensittiche sind. Doch, die Kanarienvögel sind Wellensittiche. Ja. Das sind süß. Wie viele Vögel und so hast du hier auf dem Anwesen? 2 graue. Ah, die Wellis hattest du vorher schon, gell? Und die Graupapageien. Du bist doch schon immer ein richtiger Tierfreak. Ha? Schon immer? Geil. Jürgen, ich glaube, wir sind durch. Okay. Mega. Glückwunsch an dich, Glückwunsch an deinen Bauherrn. Wie lange habt ihr jetzt gebaut? Och, zu lange. Ich sehe am Lächeln vom Bauherrn, dass er gerne möchte, dass wir endlich mal verschwinden hier. Hau ab! Nein. Wir hatten halt das Problem, dass wir... Knapp 2 Jahre jetzt, gell? Ja, wir haben... Nein. Wir haben im Oktober, Ende Oktober in 22... in 21 angefangen, jetzt haben das ganze letzte Jahr gebaut, 23 Juni. Mussten leider Gottes letztes Jahr am 12. Dezember wegen Schnee und Wintereinbruch aufhören. Und dann hat sich das im Frühjahr natürlich gezogen. Wir sind mal eine Woche hierher gekommen, in der nächsten Woche sind wir wieder zu Hause geblieben. Das Wetter war einfach eine Katastrophe, um vernünftig arbeiten zu können. Vor allen Dingen dann, wir hatten noch ganz viele Natursteinarbeiten, die ganze Einfahrt, der Hof, unten das Eingangstor,
das Portal, das haben wir alles nur machen können bei einer Witterung, die dann auch einigermaßen gepasst hat. So, weißt du, was wir jetzt machen? Konishi setzt jetzt deinem I das Tüpfelchen auf. Wir setzen jetzt 4 der besten dreijährigen Koi im Teich zu. Du wirst den besten Ginrin Shiro Utsuri dreijährig, den besten Ginrin Tanshu Shoba, den besten Ginrin Shoba plus noch einen Shiro Goshki. Hast du schon mal Shiro Goshki gesehen in Perfektion? Nein. Dann wirst du das jetzt alles sehen. Also okay, wenn wir das dürfen in deinem Garten. Ja, klar. Ja, klar, das können wir machen. So, der Bauherr sagt, in meinem Garten darfst du das. Ja, aber die müssen dann auch drin bleiben. Die bleiben drin. Ganz sicher. Vielen Dank und wirklich eindrucksvoll. Ja, gerne. Tschüss.